So, es wird ein neues Splatfest angekündigt, ich habe das gerade erst mitbekommen. Popcorn muss salzig sein versus Popcorn muss süß sein. Okay. Das ist wiederum, muss ich mal sagen, das ist mal wieder ein cooles Thema, finde ich persönlich. Weil es interessant zu sehen ist, Popcorn süß oder salzig ist persönlich, ist ganz einfach. Popcorn Salz ist göttlich, Rest ist. Aber. Ja. Das ist ein cooles Thema und natürlich werde ich beim Splatfest 7. bis 8.4., also nächstes Wochenende, werde ich auch mitmachen. Das ist klar. Und damals spielen wir dann wieder Splatoon 2. Yay, darauf freue ich mich schon. So, also im Splatfest werde ich mitmachen. Und ich werde gleich eben noch mein Thema, mein Team wählen. Aber es wäre so bekannt, dass ich mal sagen: Team Popcorn süß sein. Weil ich finde süß einfach das Beste. Was mögt ihr für ein Team? Oder was wollt ihr für ein Team wählen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder im Chat. Wird mich tatsächlich mal interessieren. So. Dann tragen wir uns mal Darkly als erstes gesehen fürs tolle Splatfest ein. Und wir sehen, das Team Popcorn muss süß sein. Meiner Meinung. So. Wenn ihr auch das Team süß wählt, könnt ihr mit Milan zusammen spielen nächstes Wochenende im Teamkampf und mit Discord und so weiter, wie es bei den anderen Splatfesten auch schon hatten. Wo es mich freuen, ne? Die Enten fangen schon langsam an aufzubauen hier für Splatfest. Also, wie gesagt, wenn ihr Team süßes Popcorn seid, könnt ihr gerne am nächsten Splatfest mitspielen, was am 7. und 8. 4. ist.